Willkommen zurück, meine verehrten Schamanen. Ich begrüße euch zum neuen Part von Shaman King, Master of Spirits. Und im heutigen Part machen wir uns auf die Suche nach den ganzen Totemgeistern, die Silver verloren hat, nachdem wir ihn besiegt haben. Denn ohne die kommen wir nicht weiter. Und ich habe übrigens hier im Status geschaut. Unsere Quote steht bei 37%. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr geben, was wir zu tun haben. Silberschwanz. Also liege ich mit meiner Vermutung, dass es so 10 Parts lang sein wird, wahrscheinlich falsch. Das wollte ich damit sagen. Ashcroft ist gerade ziemlich gut, deshalb will ich ihn nicht unbedingt weggeben. Amidamaru ist ein bisschen schlechter. Weil der Winkel, in dem Ashcroft seinen Speer wirft, der ist ziemlich praktisch, meines Erachtens nach. Wo ist er denn? Da, Silberschwanz. Er wird Bewegungstempo um 2 Stufen. Oh, nevermind. Ah. Aber das bringt uns doch nichts. Wir haben ja keinen Passiv-Effekt, mit dem ich arbeiten kann, oder? Na ja, gut. Dann gehen wir hier hin. Vielleicht ist es der Adler, den wir da bis oben gesehen haben. Ich hoffe doch. Oh. Ah. Oh, come on. Ich hasse es, dass die sofort vergiften. Das ist wie bei Trails in the Sky, was ich derzeit spiele. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh, come on. Wie bei Trails in the Sky, was ich derzeit spiele. Also Legend of Heroes Trails in the Sky. Jetzt hätte mich der dumme Hund fast gekillt. Mit seinem dämlichen Stunlock. Dort ist es nämlich so, dass es Gegner gibt, die in Kapitel 1 auftauchen. Und ja, Kapitel 1 ist tatsächlich ein bisschen hin im Spiel. Ah, das war klar. Na gut, ist ja nicht schlimm, wir haben ja basically nichts gemacht. Wir rennen rein, holen uns Silberschwanz und sind schon direkt wieder hier. Ja, da gibt's Gegner in Kapitel 1, sobald ihr euch Richtung Bose bewegt, die euch fast schon garantiert mit jedem Hit vergiften. Und es war echt mies, weshalb ich dann im Bose selbst erstmal nach Gegengift-Items gesucht habe. Und das Gegengift-Item hier sind basically Talismane, die es ordentlich in sich haben vom Preis her. Und die muss man nutzen, um sich gegen Gift immun machen zu können, die Gegner normal bekämpfen zu können. Und dann ist ja immer noch gesagt, solange man die ganze neue Ausrüstung nicht gekauft hat, dass die Mistviecher einen nicht nach 2-3 Hits schon töten. Und ich habe schon eine Menge Spielzeit in dem Spiel. Nur leider hat das Spiel echt keine angenehme Level-Curve. Weshalb das meiste, was dort passiert, halt darauf fußt, dass man sehr viel grindet für nichts, denn man bekommt sehr wenig XP. Das hat praktisch so eine Art Gummiband-KI. Nicht Gummiband-KI, Gummiband-Level-System. Okay. Das sind Gegner, die mir nicht gefallen hier. Sind wir durch? Okay. Kurzes Gebiet, aber lästig. So, wir gehen natürlich als erstes nach oben zu dem Adler, denn ich denke, der Adler, der wird uns bringen, was wir endlich wollen. Jen? Ehrlich gesagt, kannst du... Na, du weißt, sobald wir bei dem Giftpart sind. Weil dann kann ich wieder leise ausrüsten. Oder muss, besser gesagt, leise ausrüsten, sonst überlebe ich den Giftpart nicht. Ich frage mich, wenn wir Jen abrüsten, ob wir dann unseren Kill-Counter behalten. Wenn ja, ist das ziemlich praktisch. Oh, ja, okay, doch, da ist schon das Gift. Wenn nein, naja. Ist natürlich so, dass wir jetzt auch nicht die größte Hürde haben, aber ich denke, wir haben für Jen dann auch keine weitere Verwendung mehr, weil mit dem Silber-Equipment werden wir höchstwahrscheinlich so gut gegiert sein, dass wir vermutlich keine weiteren Passiv-Spirits mehr benötigen. Der Silberschwanz, der uns Bewegungstempo 2 gibt, ist ja beispielsweise schon echt nicht verkehrt. So. Und jetzt gehen wir hier hin und holen uns den Adler. Koro. Sehr schön.
So, mal schauen, wo der Adler platziert ist. Klack. Hier oben scheint er nicht zu sein. Achso, ich muss aber da hoch wegen. Wait, no. No way! Warte, ich hoffe, das funktioniert. Es funktioniert nicht. Ihr wollt mir doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich den gesamten Weg außen rumlaufen muss, über den Friedhof, um hier ranzukommen. Nicht euer freaking Ernst. Nicht euer freaking Ernst, oder? Warum haben sie den Adler nicht hier direkt zum Eingang gelegt? Okay, Leute. Es gab einen riesigen Cut meinerseits. Ungefähr 15 Minuten Aufnahme ist jetzt komplett weg. Weil ich so dermaßen bescheuert war und von diesem Gebiet aus einfach wieder weggegangen bin. Obwohl es das Richtige war. Weil ich angenommen habe, dass es verkehrt ist. Dass ich hier noch irgendwas benötigen würde, was ich nicht habe, um hier wieder hinzukommen. Ich war so dermaßen doof. Ich würde mich am liebsten selbst ganz kurz 15 Minuten in die Vergangenheit teleportieren und würde mir ins Gesicht schlagen wollen dafür. Aber hey, es ist, was es ist. Und wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. Wird halt ein langer, langer Aufnahmepart für mich, den ich mir jetzt grundlos lang gemacht habe. Und ja, ich habe in den 15 Minuten darüber geredet, dass ich mir einen neuen Rechner kaufen will. Und der Grund dafür ist, da, ja, ich meine, natürlich gibt es mehrere Gründe. Erstens, mein Rechner derzeit ist ziemlich outdated. Der ist 7 Jahre alt. Und auch wenn er immer noch gut mithalten kann mit vielen Dingen, die heutzutage released werden, merkt man halt wirklich schon, ja, er kommt in die Jahre, ja, es gibt Spiele, da wird's halt eng. Elden Ring, Radahn, oh, sorry. ein gewisser Boss, ein gewisser Boss, der existiert, den musste ich mit sehr, es ist nicht der Doppelsprung, musste ich mit sehr angepasster Dingsens spielen. Mit sehr angepasster Framerate. Was natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Wait a second. Wait a second. Lass mich nochmal... Nee, ich mache hier weiter. Dann laufe ich halt einfach das Gebiet nochmal zurück. Ich laufe hier weiter. Und hoffe, dass ich hier schnellstmöglich durchkomme, damit ich wieder die Karte sehe. Weil ich glaube, mich entsinnen zu können, dass auf der linken Seite noch ein Geist war. Ein Schildkrötengeist. Den wir holen müssen. Und ja. Okay, anyway. Zum Beispiel, das ist einer der Gründe. Ich kann nicht mehr alles so spielen, wie ich es mir wünschen würde. Ich kann aber so ziemlich immer noch alles spielen, was ich halt sehr, sehr gut finde tatsächlich. Das zweite ist, dass natürlich auch mein Video-Editing und alles sehr viel smoother dann verläuft. Und ich nicht immer Gefahr laufe, dass mein System einfach grundlos abschmiert. Weil da... Ich meine, es kam jetzt nicht... Wait, falsche Richtung. Es kam jetzt nicht so häufig vor, aber es ist vorgekommen und das ist problematisch. Und da würde ich natürlich gerne intervenieren, wenn es möglich ist. Und nächste Sache ist natürlich, dass ich auch Indie-Spiele bereits habe, bei denen es kriminell wird. Das Spiel Akimbord beispielsweise ist zwar jetzt kein High-End-Game, aber es ist ein Spiel, was meinen Rechner trotzdem ins Schwitzen gebracht hat. Und es ist ziemlich schade, das zu sehen, weil ich will natürlich solche Spiele so genießen, wie sie genossen werden sollen. Ich kann locker mit Einschränkungen arbeiten, also ich muss es ja, wie gesagt, ne, 30 FPS, Bosskampf. Ich kann mich an Sachen gewöhnen, ich kann mit Sachen leben, aber ich würde schon gerne es so erleben, wie es sein muss. Und ich meine, von einem Indie-Spiel gesagt, zu bekommen, dass es langsam Zeit wird, den Rechner abzudaten, ist ja auch ein bisschen sad. Weiteres Spiel, wo ich ja eigentlich, oder beziehungsweise ich werde nicht sagen, welches Spiel, aber es gab ein Spiel, das jetzt auch nicht so krass leistungshungrig ist, aber bei dem ich halt auch gemerkt habe,
dass ich langsam aber sicher einen neuen Rechner brauche, denn ich wollte ja eigentlich Let's Playen und meine Kamera hat geleckt des Todes. Also Videospeicher ist da natürlich kräftig ausgereizt worden. Und das hat mich schon dazu bewegt, mir zu sagen, ja, es wird Zeit. Es wird einfach wirklich Zeit. Wenn ich nicht mal mehr irgendwas, was so aussieht und sich auch so spielen lässt wie das, einfach aufnehmen kann, ohne dass meine Kamera halt anfängt zu laggen, dann habe ich langsam aber sicher den Knackpunkt erreicht, an dem es kritisch wird. Und ich würde halt auch gerne mal modernere Sachen hier auf dem Kanal spielen. Nicht, dass ich Retro nicht mag, im Gegenteil, ich liebe ja Retro. Sonst würde ich das ja alles nicht spielen. Beziehungsweise Let's Plays mit der Dedication führen, wie ich es hier tue. Aber ich habe halt auch ein paar AAA-Games, wo ich sage, oder beziehungsweise nicht AAA-Games, aber halt High-Maintenance-Games, wo ich sage, es wäre schon geil, mal ein Let's Play dazu zu machen. Sei es ein Elden Ring Run, der halt einfach nur irgendein Meme wird oder keine Ahnung. Da gibt's zu viel und ich will euch das halt echt bieten. Und deshalb wird's Zeit für eine schöne große Investition. Außerdem brauche ich ja mal neue Festplatten und ein neues Motherboard und einen neuen Prozessor. Und eine Soundkarte würde ich mir auch gerne kaufen. Ja. Und dann summiert sich das schon. Wir kommen halt an den Punkt, dass ich sagen kann, warum ich einfach einen ganz neuen Rechner hole, ne? Tower mit anderen Slots wäre auch nicht verkehrt. Ja. Derzeit liegt meine Spanne, die ich dafür bemessen habe, bei 2500 bis 3000 Euro. Das heißt, ich bin auch wieder bereit, so richtig schön kräftig zu investieren, damit das halt wieder eine Einmalinvestition für die nächsten 8, 7, 10, 20, naja, 20 nicht, aber ihr wisst schon, für die längere Spanne meines Lebens wird. Und ich dann guten Gewissens meine ganzen Low-Maintenance-JRPGs in High-Quality spielen kann. Oder Indie-Spiele. Oder Retro-Spiele. Irgendwie schon ein bisschen ironisch. Das ist wie dieses eine Meme mit, hey, ich habe mir jetzt einen neuen Rechner gekauft, ich kann jetzt die besten Spiele überhaupt spielen, problemlos. Nur um dann zu sehen, wie die Person im selben Atemzug League of Legends bootet und man sich denkt, ja, das ist wirklich komplett ein eigenes Verschulden. Ach ja, und nein, League of Legends wird es nicht hier geben. Aber auch was ich damals gemerkt habe, wo es halt auch ziemlich schwierig wird, mit sowas zu arbeiten, ist Shooter, Online-Shooter. Apex Legends. Habe ich beispielsweise sehr gerne gespielt und auch sehr oft gestreamt. Aber es ist halt etwas, das kann ich mit meinem Rechner nicht auf der Stufe spielen, wie ich es wollen würde. Jetzt muss ich nochmal hier laufen. Ah, no. Gott. Und dann diese dämlichen Skelette, die sich nicht töten lassen. Die machen alles so viel schlimmer in dem Gebiet. Ich wünschte, wir hätten das Holy Water von Castlevania. Dann wäre das ja kein Thema. Aber gut. Ja. Das heißt, ihr wisst jetzt Bescheid. Zumindest die eine Person, die das Let's Play hier schaut, haha, dass ich mir bald, und mit bald meine ich, hoffentlich noch dieses Jahr, einen neuen Rechner kaufen möchte. Es kann sein, dass es aber auch erst Anfang nächsten Jahres wird, weil, ja, Ratenzahlungen zu finden, die halt so funktioniert, den ganzen Rechner dann natürlich auch mit den passenden Teilen, wenn sie denn vorhanden sein sollten, zusammenstellen und alles und pipapo. Es sind gewisse Dinge noch im Raum, die ich dann ebenfalls noch an Kosten habe, die gedeckelt werden müssen. Die sind zwar jetzt nicht so, dass ich sage, deshalb kann ich nichts machen, aber sie sind auf jeden Fall vorhanden. Silberschild. So, was macht denn der gute Silberschild? Abwehrkraft um 2 erhöht. Ja gut, ich meine, das habe ich mir schon gedacht. Weil da kann ich Nispa wegmachen für. Dann kann ich hier Tokagero lassen, weil ich den eh gleich brauchen werde, denke ich.
Okay. Dann kann ich... Bin ich hier nicht langlaufen? Nee, ich bin hier nicht langlaufen. Achso, ich kann hier nicht langlaufen. Immer noch Thema Doppelsprung. Von dem ich ja eigentlich gedacht habe, dass ich den mit den Flügeln bekomme. Was auch so komisch ist. Wie kann es denn sein, dass die Flügel mir nicht das geben, was ich dachte? Egal. Das heißt, dieser Pfad, der bleibt uns erstmal gestohlen und wir müssen hier wieder zurücklaufen. Aber wir können ja glücklicherweise hier einfach durchrennen. Und hoch ins Schloss müssen wir ja auch glücklicherweise nicht mehr. Denke ich zumindest. Das heißt, ich kann einfach ganz gemütlich hier zurücksliden. Und dann kann ich für den nächsten Part vorbereiten, aber dass wir dann sofort ein oder zwei weitere, oder beide weitere Teile, nicht ein, sondern beide weitere Teile bekommen. Vielleicht kriege ich jetzt noch einen, je nachdem wie schnell ich durch das Level slide. Immerhin läuft das gerade ganz gut. Aber ja, es läuft gerade ganz gut. Wenn ich aus dem Level gehe, müsste ich auch wieder Full Life sein. Nicht, dass das so ein großes Problem wäre, weil dann im vorherigen Level es dann eh so weit sein sollte, dass ich wieder Full Life sein dürfte. Okay, es ist wirklich sehr viel hin und her gelaufen derzeit. Bin ich kein Fan von. Aber es ist, was es ist. Und an sich ist das Spiel halt trotzdem noch irgendwo spaßig. Das heißt, ich will mich nicht zu sehr beschweren. Aber sowas hier nervt. Hart. Boom. Gut. Du wirst wenigstens direkt wieder gecrashed. Tokagero. Dann mach's ja bitte noch knapper. Das war knapp. Ich würde auch sehr gerne mal ein bisschen was Neues auf dem Kanal machen. Ich war am Überlegen, passend zu der To the Moon Let's Play Reihe, die ich gemacht habe. Wenn diese vorbei ist, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, da gibt's ein kleines One-Off, also ein Spiel, von dem es nur einen einzigen Part gibt, weil halt das Spiel nicht mehr Umfang hat. Und ich bin am Überlegen, öfter solche One-Offs zu machen, also einmal Aufnahmen von Spielen, die entweder super kurz sind oder von denen ich halt einfach grundlegend nicht mehr zeigen möchte, weil ja, ich halt einfach nur mal reinschnuppern will. Und ich bin auch am Überlegen, so kleine Compilations zu machen, bei denen ich Spiel XY, oh mein Gott, mal anzocke oder so und so viele Spiele anzocke. Da ist nämlich der Content Creator meiner Wahl für sowas, der gute Mythos of Gaming mit seinen ganzen Seitkanälen. Definitiv einer, den ich hier wärmstens empfehlen kann und auch mich ein bisschen daran orientieren möchte. Der hat nämlich damals die Games Massacre Sachen gemacht und er macht derzeit sehr häufig, mit derzeit meine ich schon seit einer längeren Zeit, sehr häufig solche, ich spiele für diese Konsole so viele Spiele in 10 Minuten. Und darauf hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen Bock, sowas ähnliches mal zu machen. Jetzt ist natürlich die Sache, das ist ein unglaublicher Akt. Das kostet so wahrscheinlich, wenn ich jetzt lügen müsste, 4-5 Stunden für die Aufnahme alleine. Und vermutlich dann nochmal ein gutes Maß an Edit und Cutting und allen drum und dran obendrauf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ich muss ja nur reinspielen jeweils. Aber reinspielen bedeutet ja auch, dass ich ja buchstäblich oftmals nichts von dem Spiel sehe. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur 10 Minuten spielen sollte, kann es sein, dass ich halt buchstäblich nichts von dem Spiel zeige. Und das würde mich ein bisschen wurmen, weil ich dann denke, dass ich dem Spiel keine faire Chance gebe. Es müsste dann schon wirklich auf 20, 30 Minuten pro Spiel hinauslaufen. Und das würde ich vermutlich dann für 5 Spiele machen. Ich denke, das wäre so eine Content-Idee, wenn ich mich dahinter klemmen kann, die richtig umzusetzen, könnte das sehr spaßig werden. Natürlich würde ich vermeiden von Spielen, bei denen ich weiß, dass sie 100 Stunden gehen, die dazu
benennen bzw. mit einzubinden. Denn ja, ich brauche kein, was weiß ich, Dragon Quest 11 nennen wir es jetzt einfach mal. Ich brauche kein Dragon Quest 11 anspielen und dann nach einer halben Stunde sagen, ja, ist Dragon Quest, ne? Das wäre ja absolut an der ganzen Sache vorbei. Ich will ja Spiele, von denen ich möglichst nichts weiß und bei denen ich halt auch sicher bin, dass ich genug in dem Zeitraum sehen kann, um das halt irgendwie zu beurteilen. Die möchte ich da bevorzugen. Sprich, Shooter oder Plattformer, Action Games, Rätsel Games wie Baba Is You, wobei ich das ja schon gespielt habe, aber nicht durch. Daraus werde ich vielleicht sogar ein Let's Play machen, weil Baba Is You, das könnte ein schönes kleines comfy Game werden, bei dem man mir zusehen kann, wie ich meine Gehirnzellen anstrenge. Und deshalb denke ich, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht mache ich ein Let's Play daraus. Und ja. Falls ihr den Punkt jetzt schon verstanden habt, brauche ich auch, glaube ich, nichts weiter zu erklären. Ich denke, da gibt es auch nicht so viel Mist zu verstehen. Ich will halt einfach nur, dass jedes Spiel seine gerechte Chance bekommt. So. Wenn wir den Schild haben, dann... Dann denke ich, werden wir den Part beenden. Und dann werden wir die Schlange im nächsten Part dann holen. Ach ja, genau, das war... Ah. Ich vergaß, man kann sich... Natürlich musste mir das jetzt noch passieren. Na komm. Das musste mir natürlich jetzt noch passieren, weil ich es vergessen habe. Falls ihr es gerade nicht wusstet, was ich meine, es war Part 2 oder so. Diese Kiste muss man hier hinstellen und ich meine, ich hätte auch darauf kommen können, aber ich war gerade so in meinen Flow drinne, in meinen geistigen Flow, dass ich nicht realisiert habe, was ich eigentlich tue. Wild. Okay. Wisst ihr, Leute, manchmal wünschte ich, ich hätte mehr Gamer-Freunde. Ist ja jetzt nicht so, dass ich keine Leute habe, mit denen ich über Games reden kann. Nicht über Games reden, also. Ne? Ich habe genug Freunde, mit denen ich über solche Sachen reden kann. Aber ich bin so eine Person, die halt in ihren Nischen, in denen sie vertreten ist, halt ein unglaubliches Maß an Wissen und Redebedarf besitzt. Und ich finde halt genug Leute mit ähnlichem Interesse, aber das komplett überschneidende Interesse zu irgendwas, wo man wirklich sagen kann, man kann buchstäblich Experten-Talk auf dem Niveau führen, das habe ich halt sehr selten. Und ich wünschte, ich hätte eine Person, mit der ich über wirklich Spiele reden kann, die halt nicht so viele Leute spielen, wie das hier beispielsweise. Wobei, zumindest einen Freund habe ich in die Richtung. Aber ich hätte gerne mehr Leute. Und es ist echt schwer, solche zu finden, weil offensichtlich sind das ja Nischen, in denen sich nicht viele Leute bewegen. Und ich meine, ich merke das ja auch schon an meinen Videoaufrufzahlen. Shaman King ist das bisher unbeliebteste Projekt auf meinem gesamten Kanal. Ich habe viele Let's Plays, die nach einer gewissen Zeitfahrt aufgenommen haben, bei denen gewisse Parts gepiekt haben. Und ich habe auch viele Let's Plays, die halt consistent gut waren. Also wo halt die Aufrufzahlen sich halt gut gehalten haben, einfach nur weil halt das Spiel selbst gut genug präsent war in den Medien oder sonst wo oder Leute das halt in ihrer Kindheit gespielt haben. Aber Shaman King rettet nicht mal der große Name, der dahinter steckt und den viele Leute ja eigentlich mit ihrer Kindheit verbinden. Nein, dieses Spiel geht so dermaßen unter, dass ich nicht mal das Item gefunden habe auf der Strecke. Ich bin verwirrt. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich bin vermutlich an dem Item vorbeigerannt. Natürlich bin ich das, sonst wäre es jetzt nicht hier. Wir suchen uns das im nächsten Part raus und bis dahin, macht's gut.